Mein Name ist Shirley Knauer und wir befinden uns heute hier an der Universität Duisburg-Essen, wo ich als Juniorprofessorin für Molekularbiologie forsche und lehre. Und was ich da genau mache, möchte ich euch jetzt gleich zeigen in meinen Laboren im Gebäude hinter mir. Ich wollte eigentlich ursprünglich schon Medizin studieren, also konnte mir schon gut vorstellen, irgendwie Chirurgin zu werden. Damals war mir aber dann doch die Verantwortung, die man für so ein Patientenleben hat, zu groß und habe mich dann eben entschieden, Biologie zu studieren, weil man mit der Biologie, also mit dem, was ich jetzt heute im Labor mache, eben auch eine Basis lege, damit die Mediziner auch Werkzeuge in der Hand haben, um die Patienten besser zu heilen. Und insofern kann man sagen, es war eine sehr gute Entscheidung. Wir wollen verstehen, wie Zellen funktionieren und insbesondere, wie solche Zellen zu Krebszellen werden. Und dazu haben wir uns eben zwei Proteine ausgesucht, an denen wir uns hauptsächlich austoben. Das ist das Sovivin und die Taspase 1. Und wenn wir eben besser verstehen, wie diese Proteine, die wir untersuchen, funktionieren und wandern, dann können wir eben auch irgendwann Hemmstoffe gegen diese Funktionen entwickeln und dann eben auch zu verbesserten Krebstherapien kommen oder vielleicht sogar neue Therapieformen entwickeln. Ja, meine Arbeit charakterisiert sicherlich, dass ich mich ziemlich als Allrounder fühle. Also das heißt, dass ich sehr gerne interdisziplinär mit anderen Disziplinen zusammenarbeite. Das heißt, ich arbeite dann mit Chemikern, mit Medizinern, auch mit anderen Zellbiologen zusammen, sodass jeder die Expertise, die wissenschaftliche, die er wirklich sehr tief und sehr gut etabliert hat in seiner Disziplin, dass die alle zusammengeworfen werden in einen großen Topf und aus dem dann am Schluss wirklich was Gutes, maximaler Erfolg irgendwie rauskommen kann und man auch schneller gemeinsam zum Ziel kommt.